Da muss man sich nur mit Blödsinn hier rumärgern. Kamera geht nicht, Ton geht nicht, aber jetzt geht alles wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nimmt es diesmal überhaupt auf? Ja, wunderbar. Dann zeige ich euch heute wieder ein paar Fragen aus der theoretischen Führerscheinprüfung. So, im letzten Video oder Stream, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da haben wir diese Meldung hier bekommen. Also es gibt demnächst mal wieder neue Fragen. Es kann sein, dass heute schon ein paar neue Fragen drankommen. Ansonsten werde ich natürlich die nächsten Tage die 40, 42 neuen Fragen für euch verfilmen. Wahrscheinlich auf zwei Teile. Ja, und der Ton geht hoffentlich auch bei beiden wieder. So, wünschen wir uns viel Glück und los geht's. Mit welchen Gefahren müssen Sie vor allem in ländlichen Gebieten rechnen? Mit Fahrbahnverschmutzungen, mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen, mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Ja, also hier wird auf die Traktoren gearbeitet. Die Fahrzeuge sind breit, die Fahrzeuge sind schwer, die Fahrzeuge bringen aus dem Feld viel Dreck mit auf die Straße und dementsprechend kreuzen wir hier alles an. Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning, Wasserglätte führen? Fünf Fehlerpunkte Frage. Aquaplaning ist, wenn es so stark regnet, beziehungsweise wenn so viel Wasser auf der Fahrbahn ist, dass das Profil am Reifen es nicht mehr schafft, unter dem Reifen wegzudrücken. Ja, also dass der Reifen praktisch keinen Kontakt mehr zum Asphalt, zur Fahrbahn hat. So, was passiert jetzt? Nee, beziehungsweise... Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning, Wasserglätte führen? Ja, und jetzt ist die Frage, was kann dazu führen, dass dieses Aquaplaning auftritt? Das sind drei Faktoren. Einmal natürlich die Wassermenge, also wie viel Wasser auf der Fahrbahn liegt. Dann wie gut der Reifen ist, zum Beispiel Profiltiefe. Und die Geschwindigkeit, mit der du fährst. Wenn du schlechte Reifen hast, es hat viel geregnet, aber du fährst halt nur Schrittgeschwindigkeit, dann wird dein Auto jetzt wahrscheinlich nicht ins Schleudern geraten und irgendwo an den nächsten Baum knallen. Ja, aber diese drei Faktoren, daran liegt es auf jeden Fall. Spurrillen in der Fahrbahn, abgefahrene Reifen, hohe Geschwindigkeit. Also wir haben die Geschwindigkeit, wir haben schlechtes Profil und wir haben Spurrillen in der Fahrbahn. Was soll denn das bedeuten? Wenn sehr, sehr, sehr viele Fahrzeuge auf dieser Straße fahren, dann wird natürlich die Straße genau da belastet, wo die ganze Zeit die Reifen sich drehen auf der Straße. Und da entstehen Spurrillen, also eine Vertiefung in der Straße und da bildet sich natürlich Wasser. Also haben wir hier auch eine höhere Wassermenge. Okay? Also Wassermenge, abgefahrene Reifen und Geschwindigkeit, aufpassen, fünf Fehlerpunkte. Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich? Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind. Nein, wir warten niemals auf dem Fußgängerüberweg, denn wir müssen ja den frei halten, wenn es geht. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Das klingt doch ganz gut, ja. Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen. Nee, also nicht drauf warten, sondern davor. Es gibt nochmal so eine ähnliche Frage. Vielleicht kommt die auch gleich. Da musst du, glaube ich, auf dem Zebrastreifen ein Stückchen zurückfahren oder sowas. Kennt ihr die Frage? Mit dem Rückwärtsfahren. Aber gut, naja gut, schauen wir mal die nächsten Fragen an. Meistens sind die ja so gebündelt, dann kommen gleich die nächsten mit dem Zebrastreifen. Wie sollten Sie sich verhalten? Also Peter und Agathe möchten über die Fahrbahn gehen, anscheinend. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben. Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche. Das ist sehr wichtig. Wenn du jetzt mit 30 km/h weiterfährst, dann denken die beiden natürlich, oh, der bleibt nicht stehen, der hat uns nicht gesehen, der will uns nicht drüber lassen oder sonst irgendwas. Dementsprechend reagieren die beiden wahrscheinlich auch ein bisschen zögerlich und ein bisschen komisch. Und dann denkst du dir, ja gut, wenn die nicht gehen, dann fahr halt ich. Und
da hat was mit der Kommunikation einfach nicht gestimmt. Also du fährst natürlich so hin, dass du den beiden auch anzeigst, hey, guck mal, ich habe euch gesehen, ich warte. Also sprich, zweiter Gang, bremsbereit. Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt? Das weiß ich, das weiß ich. Das ist Nummer 2. Ich glaube, das hatten wir auch im letzten Video schon. Also Nummer 2, wo haben wir Nummer 2? Auf dritter Position, ja, das mittlere Verkehrszeichen ist die Einzelvorfahrt. Die gibt dir Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Also es kann zum Beispiel sein, dass da 3 Kreuzungen sind. An der ersten Kreuzung findest du dieses Verkehrszeichen, an der zweiten Kreuzung findest du dieses Verkehrszeichen, an der dritten Kreuzung findest du es nicht und dann gilt da rechts vor links. Okay, die ersten beiden hast du Vorfahrt und bei der dritten zum Beispiel nicht. Wo müssen Sie warten? An der Sichtlinie, in Höhe der Ampel, an der Haltlinie. Natürlich bleiben wir, wenn wir schon eine Haltelinie haben, an der Haltelinie stehen. Achtung, es gibt nochmal so ein Bild, da ist die Ampel allerdings grün. Ja, hast das Stoppschild, du hast die Haltelinie, du hast eine grüne Ampel. Da bitte nicht am Stoppschild stehen bleiben, denn Ampel zählt ja immer mehr als Verkehrszeichen. Wenn die Ampel sagt fahr und Stoppschild sagt bleib stehen, dann darfst du trotzdem fahren, weil die Ampel grün zeigt. Okay, also Ampel gilt immer mehr als Verkehrszeichen. So, aber in dem Fall, Ampel ist rot, ja, hat nichts mit dem Stoppschild zu tun, die Ampel ist rot, also bleiben wir in Höhe der Haltelinie stehen. Wenn eine Haltelinie da ist, immer an der Haltelinie. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Die schubsen sich. Dass die Kinder schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet. Dass die Kinder sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. Dass die Kinder auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert. Also, dauert mir auch zu lange. Wir kreuzen hier alle Antwortmöglichkeiten an. Also alles, was schlimm für uns ist, das packt man da alles mit zusammen. Welche Auswirkungen hat das Fahren mit hoher Geschwindigkeit bei Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Mit hoher Geschwindigkeit, also gehen wir mal davon aus, so 130 aufwärts, okay? Der Lärmpegel verringert sich, der Kraftstoffverbrauch erhöht sich, der Schadstoffausstoß erhöht sich. Also Kraftstoffverbrauch und natürlich auch Schadstoffausstoß erhöhen sich. Ganz klar, wenn der Motor mehr arbeiten muss, dann werden auch mehr Schadstoffe ausgestoßen. Der Lärmpegel wird sich nicht verringern, der wird sich eher erhöhen. Ja, verringern ist ja weniger und erhöhen ist mehr. Also wenn der Motor mehr arbeiten muss, dann wird er wahrscheinlich auch lauter. Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf einer Bundesstraße. Dürfen Sie auf der Fahrbahn Mitte ständig über der Leitlinie fahren? Also eine Bundesstraße ist eine Landstraße. Ja? Oder was man auch dazu sagt, außerhalb geschlossener Ortschaften. Das ist alles drei das Gleiche damit gemeint. Bundesstraße, außerhalb geschlossener Ortschaften oder Landstraße, das ist genau das Gleiche. Und was jetzt hier auf der, Frage da damit gemeint ist, ob ich die ganze Zeit, wie steht es hier, dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig die Leitlinie überfahren? Also ob ich die ganze Zeit hier so fahren darf? Was ist das für eine Frage? Natürlich darf ich. Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann. Würde ich behaupten. Ja, richtig. Das haben wir gut gemacht. Wie müssen Sie sich verhalten? Ui, noch ein Zebrastreifen. So, mit dem Motorrad ganz gefährlich hinter uns. Aber, jetzt schauen wir mal. Wir haben wieder hier Christian und Evelyn. Die wollen hier über den Fußgängerüberweg gehen. Und wir schauen mal, was wir hier für Antwortmöglichkeiten haben. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben. Die haben ja auch eh Zeit, ja? Die sind schon so alt, die haben ja eh viel Zeit. Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Weiterfahren. Hoppala, Entschuldigung. Ich bin aus Versehen auf diesen Haken gekommen. Es gibt so verschiedene Situationen. Die Situation ist eigentlich immer gleich. Es gibt verschiedene
Ja, wie kann man das sagen? Naja, du siehst es selber. Verschiedene Bilder. Und wir werden natürlich anhalten und den Personen das Überqueren ermöglichen. Ganz einfach. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen? In Moorgebieten, an Flussläufen, an Seen? Also Nebel ist ja nichts anderes als Wasser, ja, Wasser, Dampf und dementsprechend überall da, wo halt es Wasser in der Nähe gibt, also Moorgebieten, Flüssen oder an Seen. Welches Verhalten ist richtig? Schön, eine Vorfahrtsfrage. Wir haben ein Vorfahrtgewehren, wir müssen warten, ganz einfach. Auch hier, wir haben wieder das Vorfahrtgewehren. Wir fahren zwar geradeaus und der andere biegt ab, aber das interessiert nicht, weil das eine abknickende Vorfahrtsstraße ist und dementsprechend ist der Motorradfahrer auf der Vorfahrtsstraße und bleibt auf der Vorfahrtsstraße. Also hat er Vorfahrt, richtig. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? Ja, in der Situation rechts vor links ist eigentlich die Regel, aber jeder hat ja ein Fahrzeug rechts vor sich. Und dementsprechend muss halt einer auf seine Vorfahrt verzichten. Das werden wir in dem Fall selber übernehmen. Das heißt, dem linken, also dem roten, wenn du jetzt der rote bist, dann würde ich in dem Fall dir zum Beispiel so ein Handzeichen geben, ja, oder hier ein bisschen deutlicher, mach's ruhig so, ja, der steht ein bisschen weiter weg. Vielleicht ist auch die Säule, diese sogenannte A-Säule hier genau im Sichtfeld, ja, dann sieht er das nicht, wenn du so machst. Dann mach ruhig eine großzügige Handbewegung. Und damit fährt der Rote zuerst, danach fährt der Blaue, danach fährt der Grüne. Als letztes fahren wir, aber wir haben die Situation gut gelöst. Und der Prüfer findet das natürlich auch super geil. Ich überquere als Erster die Kreuzung. Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt. Ich fahre als Erster bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an. Ja, also zwei ist richtig, wir geben Handzeichen und zwar ein eindeutiges. Was mir gerade noch zu der Frage davor eingefallen ist, die wir hatten. Ich bekomme ab und zu die Frage, also ihr schickt mir ja immer solche Screenshots von den Fragen und dann immer so einen Text dazu. Ah, ich verstehe die Frage nicht. Warum darf der Motorradfahrer in dem Fall vor uns fahren, obwohl er ja abbiegt? Also, es liegt daran, der Motorradfahrer hat Vorfahrt und beim Abbiegen musst du zwar Vorrang gewähren, aber wenn du Vorfahrt hast, Vorfahrt zählt immer mehr als Vorrang. Und wenn du auf der abknickenden Vorfahrtsstraße bist und und Vorfahrt hast, dann hast du halt Vorfahrt. Okay? Aber wenn jetzt zum Beispiel hier Leute die Fahrbahn kreuzen, also wenn der Motorradfahrer hier links abbiegt und jetzt entscheidet sich der Vater mit seinem Kind über die Straße zu gehen, dann muss der Motorradfahrer in dem Fall warten. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Gang und Geschwindigkeit immer vor der Situation anpassen und dann aus dem Scheitelpunkt der Kurve, also sprich aus der Mitte der Kurve. Ja, wenn das die Kurve ist, würde ich sagen, die Mitte ist so ungefähr da. Das heißt, Gang und Geschwindigkeit hier anpassen, in die Kurve reinfahren und jetzt wieder raus beschleunigen. Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen? Sehr gefährlich. Du musst mit allem rechnen. Ich weiß, es macht Spaß, da schnell drüber zu fahren, ja, weil man so ein Gefühl von der Achterbahn hat, wenn es dann gleich wieder runter geht. Aber du weißt ja nicht, was dahinter ist. Da könnte zum Beispiel ein Kind mit dem Fahrrad liegen. Da könnte ein Pannenfahrzeug stehen. Da könnte gerade der Traktor vom Feld auf die Straße gefahren sein. Da könnte zum Beispiel gerade jemand überholt werden. Okay, dass einer im Gegenverkehr praktisch auf deiner Seite fährt. Da könnten Tiere auf der Straße stehen. Es könnte eine Kreuzung sein. Es könnte, ja, die Welt könnte auch einfach aufhören nach dieser Straße. Ja, man weiß es ja nicht. Man hat ja bis heute das Ende der Welt noch nicht gefunden. Vielleicht ist es ja da. So, also, was haben wir denn hier? Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden.
Aber hallo. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt. Ich glaube, ich habe so ziemlich jede Situation aufgezählt. Also wir kreuzen hier alles an. Was müssen Sie am Tage bei einer plötzlich auftretenden Nebelbank tun? Okay, Nebelbank haben wir jetzt schon geklärt. Nebel, ja, ist ja nichts anderes als Wasser. Nur Standlicht einschalten, Abblendlicht einschalten, Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen. Wir werden natürlich das Abblendlicht anschalten, nicht damit wir besser sehen können, sondern einfach um besser gesehen zu werden. Und Gang und Geschwindigkeit sowieso natürlich immer anpassen. Es kann sein, dass du bedingt durch den Nebel, aber auch durch Regen oder Hagel oder sonst irgendwas einfach nichts sehen kannst. Also wirklich nichts sehen kannst. Ja, vielleicht so, dass die Sicht am Ende deiner Motorhaube aufhört. Habe ich zweimal gehabt bis jetzt in meinem Leben. Das war beides Mal Regen und der Regen war einfach so stark, dass ich, ja, bis zum Ende der Motorhaube sehen konnte und danach einfach nichts mehr. Dann machst du halt das Warnblinklicht an, fährst so weit wie es geht, möglichst an den Rand und wartest 2-3 Minuten, bis der Regen wieder aufhört. Sie fahren in eine Rechtskurve. Ein Motorradfahrer kommt Ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Naja gut, also der Motorradfahrer, das ist ja so eine Kurve, ja, eine Rechtskurve und der Motorradfahrer kommt uns entgegen. Was könnte passieren? Der Motorradfahrer könnte die Kurve schneiden. Kurve schneiden würde bedeuten, dass er, also Motorradfahrer, ich nehme jetzt mal hier den Punkt hier für den Motorradfahrer. Es kann sein, dass er die Kurve halt ein bisschen komisch nimmt, also die Kurve schneidet, also die Kurve nicht so ausfährt, wie er es eigentlich tun müsste, sondern die Kurve so fährt. Ja, geht natürlich schneller, ist saugefährlich, gerade weil er nichts sehen kann in der Kurve und wir ihn auch nicht. Also das könnte passieren. Es könnte natürlich passieren, dass er sich stark in die Kurve reinlegt, also dass die Maschine zwar noch auf seiner Seite ist, aber der Oberkörper auf unserer Seite. Ja, und er könnte natürlich auch überholen und auf unsere Straßenseite kommen. Jetzt schauen wir mal. Der Motorradfahrer ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein. Ja. Der Motorradfahrer wird rechtzeitig bremsen und meinen Fahrstreifen nicht befahren. Ja gut, das wäre der Optimalfall. Ja, das kreuzen wir jetzt hier nicht an. Der Motorradfahrer schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen. Also sind genau die zwei Situationen, die ich gerade eben erklärt habe, Kurve schneiden oder dass der Körper halt so weit rüberragt, dass es ein bisschen brenzlig werden könnte. So, was könnten wir jetzt tun? Geschwindigkeit verringern und natürlich möglichst weit rechts fahren. Wer von euch ist schon mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann lag da zum Beispiel ein Stein auf der Straße oder eine Dose oder irgendwas, wo du nicht reinfahren möchtest? Und du siehst das und du bist genau da reingefahren. Ja? Die ganze Straße ist frei, nur da liegt was und genau da fährst du rein. Wem ist das schon alles passiert? Schreib das mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und jetzt sage ich dir auch, warum das so ist. Und zwar, die Motorradfahrer wissen das, du fährst immer dahin, wo du hinschaust. Das heißt, wenn du den Stein oder das Problem ansiehst, dann fährst du auch in dieses Problem rein. Wenn du deinen Kopf allerdings ja, auf die freie Straße richtest oder in die Kurve rein, wo du halt hin möchtest, dann fährst du halt auch dahin. Wenn du eine Kurve drehst und du hast Angst, dass du beim Wenden zum Beispiel in den Wald kommst, dann bekommen die Leute immer Angst so, und schauen in den Wald rein. Und dann brüllst du ins Mikrofon, nicht in den Wald gucken, schau nach links, schau nach links. Die bekommen aber Angst, schauen trotzdem in den Wald und dann geht es halt auch weiter Richtung Wald. Also das ist so der Grund meistens. So, machen wir noch 2-3 Fragen. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? Ein Bahnbediensteter. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. Ich muss links am Sicherungsposten. Ich muss rechts am Sicherungsposten. Wir müssen weder links noch rechts. Wir bleiben davor stehen. Ja, er steht da nicht zum Spaß da. Da wird wahrscheinlich gleich ein Zug kommen. Vielleicht ist die Ampel ausgefallen. Vielleicht ist die Schranke ausgefallen. Auf jeden Fall, wenn er schon da steht, dann müssen wir vom Andreaskreuz warten.
Ein Video, wie schön. Drei Fehlerpunkte. Es geht um den LKW vor uns und um den blauen links neben uns. Der LKW wird nämlich gleich bremsen und wenden und stehen bleiben. Ja, okay. Der muss hier anscheinend in die Baustelle rein oder was auch immer. Und das, was der Rote macht, ist natürlich höchst gefährlich. Wir können jetzt leider nicht nach links ausweichen, weil links neben uns der Blaue ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, pass auf, da, ja, es geht um den Blauen. Und ja, wir können nichts machen. Wir werden da jetzt stehen bleiben und werden uns die ganze Geschichte anschauen müssen. Ich fahre vorsichtig rechts am Ende. Ich wechsle jetzt auf den mittleren. Ich halte an. So, wir halten an und halten unser... Weiter geht's. Welches Verhalten ist richtig? Vorfahrtsfrage, sehr schön. Wir haben keine Verkehrszeichen, also gilt die Regel, genau, rechts vor links. Rechts vor uns ist der Blaue und der Blaue hat den Radfahrer rechts vor sich. Das heißt, als erstes fährt der Radfahrer, dann fährt der Blaue und am Ende fahren wir. Ich muss den Blauen durchfahren lassen. Ja, der blaue PKW muss mich, nein, muss er nicht. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Ja, weil, wie gesagt, Radfahrer rechts vor dem Blauen und der Blaue steht rechts vor uns. Das ist mit dem... Was ist das? Mit dem Radfahrer. Okay, unsere Ampel ist zwar grün, aber der Radfahrer, der hat das Ganze irgendwie nicht so ganz überblickt. Auf jeden Fall fährt der Radfahrer halt über Rot. Ja, jetzt ist die Frage, was tun wir? Ich hupe und fahre weiter. Wir hupen und fahren ihn um, sozusagen. Ich führe eine Gefahrenbremsung durch. Ich beschleunige. Genau, weil wenn man den Radfahrer trifft, dann auch richtig. Ich spreche aus eigener Erfahrung. 2 Wochen Gehirnerschütterung, Krankenhaus, war sehr, sehr angenehm. Nee, wir führen eine Gefahrenbremsung durch. Genau, wir machen eine Vollbremsung, wenn es hier um Gefahr für Mensch und Maschine geht, dann werden wir eine Gefahrenbremsung durchführen. Also Vollbremsung machen lernst du ja auch in der Fahrschule auch. Voll auf Kupplung und Bremse draufhauen und du bleibst da drauf, bis die Kiste steht. So, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es dir geholfen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und um die anderen weiteren Videos zu verpassen, würde ich dir empfehlen, den Kanal nicht zu abonnieren.